Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Witcher Wild Hunt. So, immer noch dieselbe Session vom Sonntag, den... Was ist das? 21. 22. Ich glaube 21. Moment. Könnte ich mal absteigen, trotz Pferdepanik? Okay, passt. Da oben sind noch ein paar. Belagern die wieder Hansi. Boah, das ist unangenehm, wie sie das machen. Diesmal aber nicht wegen. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Jetzt nehme ich doch Feuer. Naja, gut, ertrunkener Stufe 9 hat auch schon ein bisschen mehr, ne? Okay, Lady. Jetzt bist du dran. Die Wasserweiber sind echt nicht ganz ohne. Aber Hansi. Hansi! Hansi! Mal gucken, ob er noch da ist. Sieht nicht so aus. Er ist nicht hier. Da stimmt was nicht. Nee. Ich muss mich umsehen. Vielleicht versteckt er sich. Erstmal meditieren wir, damit wir mal unsere Tränke wieder kriegen. Na komm. Nein. So, danke. Okay, sehen wir uns mal um. Ah, hier ist das. Fußspuren. Hansi ist hier entlang gelaufen. Gut, aber das ist er vor etwas geflohen? Ja, anzunehmen, ne? Bei dem, was da bei ihm vor der Tür stand. Das klingt nicht gut da vorne. Könnte aber ein Bär sein. Oder so. Ist doch was. Da ist er doch. Hansi, wach auf. Was? Wer? Oh, Hexer. Hast du mich erschreckt? Dachte schon, es wären diese abscheulichen Hexen. Was nicht letztes Mal blauer? Ich habe bei deinem Unterschlupf getötet. Die Mumen haben sie geschickt, um mich zu bestrafen. Du hast die Mumen gegen dich aufgebracht? Wie das? Ich habe ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, aber das mögen sie nicht. Warum hast du das gemacht? Ich wollte Oma helfen. Sie war so gut zu den Kindern. Ohne die Kleinen wäre es hier draußen so fad. Sie wäre vor Langeweile gestorben. Mhm. Ich habe die Mumen angefleht, ihr nichts zu tun. Aber sie waren wütend. Denn Oma hat die Kinder entkommen lassen. Mhm. Dann hast du gesehen, was mit Oma geschehen ist?
Oma hatte aus Versehen etwas Mohn und Asche vermischt. Ich half ihr beim Aussortieren. Hab von Natur aus kleine Hände, siehst du? Sowas ist ein Klacks für mich. Waren gerade dabei, die Samen aus der Asche zu holen. Da schrie Oma auf einmal auf. Das Zeichen auf ihrer Hand fing an zu leuchten. Sie rief, ich solle mich verstecken. Hm, okay. Bin in eine Truhe gekrabbelt. Hatte kaum Zeit, bevor die Mumen reingewackelt kamen. Die Weberin schnitt Oma eine Locke ab, zur Strafe, dass sie die Kinder entkommen ließ. Dann öffneten sie die Luke im Boden, stiegen runter, weit runter, leider nicht bis in die Hölle. Hm, ich mag ihn. Wozu brauchte die Weberin Omas Haare? Irgendeine Idee? Die Mumen hören mit den Ohren anderer. Das Haar gibt ihnen Macht über deren Leben. Mhm. Manchmal weben sie aus dem Haar seltsame Schnüre und manchmal nehmen sie es mit nach unten. Okay. Hast du einen Blick durch die Luke geworfen? Sehe ich etwa so dumm aus? Nein, aber neugierig schon. Meine Neugier hört dort auf, wo Dummheit anfängt. Das ist gut. Bist du in der Truhe geblieben, bis die Mumen fort waren? Ich hatte es vor. Sei still und rühr dich nicht, habe ich mir gesagt. Keinen Mucks, bis sie gehen. Aber dann fiel Oma zu Boden, fing an zu schreien und sich die Haare auszureißen. Ich wusste weder ein noch aus. Da bin ich rausgekommen, wollte ihr die Kräuter geben, die sie immer den Kindern gegeben hatte. Aber sie war nicht mehr sie selbst. Sie war ein Monster. Und? Hast du ihr die Kräuter gegeben? Ich hab's nicht geschafft. Die Mumen kamen zurück. Ich bin auf die Knie gefallen und hab sie angefleht, Oma zu verschonen. Da fing die Brauerin an. Böser Junge, oh du Böser. Darfst nicht Nein sagen, wenn die Schwestern ein Ja hören wollen. Ja, ja. Dann sagte die Flüsterin, lauf, Junge, lauf, bevor deine Beine verfaulen. Sie lachten und ich rannte davon. Hm, hätte ich auch gemacht. Du solltest dich glücklich schätzen, dass du fliehen konntest. Mach ich ja. Aber ich bin die Herrinnen nicht lange los. Wenn mir mein Leben lieb ist, muss ich mich verstecken. Dann kann ich meine gemütliche Höhle vergessen. Da gucken sie zuerst nach mir. Geh am besten tiefer in den Sumpf, oder? Oh, das werde ich wohl müssen. Und was machst du? Da ist etwas in diesem Keller. Der Schlüssel zu Omas Schicksal. Da bin ich sicher. Wirst du ihr helfen? Ja, wenn es noch nicht zu spät ist. Danke, Hansi. Und viel Glück. Gleichfalls. Und sollten dir irgendwelche Wasserhexen über den Weg laufen, versohl ihnen kräftig den Hintern. Hab ich in meinem schon. Namen. Aber leb wohl, Hexer. Ehrensache. Er ist richtig gut. Er ist goldig. Ich glaube, hier ist ein Bär in deiner Nähe. Ich würde mal sagen, damit du etwas sicherer leben kannst, das ist kein Bär. What the fuck? Was ist das denn? Das ist auf alle Fälle ist das Totenkopfmäßig. Das bedeutet, da kann ich nicht gegen kämpfen. Der ist zu stark. Den kriege ich gar nicht down. Nicht schlecht. Ohne mich aber. Pferd, komm her. Heya! Dann wollen wir mal zurück. Ach komm, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Warum ist sie so bunt? Voll hippie. Hast du etwas erfahren? Wie ich es mir dachte. Die Mumen haben deine Mutter wahrscheinlich verflucht, haben mir eine Haarlocke genommen und sind damit in den Keller verschwunden. Die Kellertür ist versteckt. In dem Fall haben wir keine Zeit zu verlieren. Ich gehe allein. Ich arbeite allein. Die Sache geht uns alle was an. Du bleibst draußen. Wir wissen nicht, was da drin ist. Deine Männer machen Lärm. Viel mehr als ich allein. Ich vertrete in diesen Landen den Kult des ewigen Feuers. Du vertrittst die Arschlöcher. Es ist meine Pflicht, mit dir zu gehen.
Also gut. Aber nur du. Der Rest bleibt hier bei Anna. Lass mich vorausgehen. Ich rufe, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Na schön. Fangen wir an. Geh davon aus, dass wenn du dich nicht selber wehren kannst da drin, dass ich dich sowas von verrecken lassen werde. Du bist so ein erbärmliches Arsch. Ich mag dich gar nicht. Nur um das mal klarzustellen. Okay, wir werden hier jetzt nochmal ein bisschen plündern. Weil ich glaube nicht, dass es hier sowas wie ein Respawn gab. Was sind das überhaupt für Blumen? Ach, Molipfeil, das sind. Die sind nicht besonders. So, da unten drin waren wir ja schon mal. Kragen! Können wir doch. Die Seile. Beim ewigen Feuer. So viele habe ich noch nie gesehen. Ziemlich geschmacklos. Was soll das sein? Symbole für ein Ritual der schwarzen Magie. Hexen leben Menschenhallen verfluchte Puppen ein. So können sie die Seele der Person beeinflussen. Mhm. Glaubst du, dass eine der Puppen Anna darstellt? Können wir sie befreien, wenn wir sie finden? Ich kenne nur den einen Weg, und der ist riskant. Die Gegenstände, die in die Puppen geflochten sind. Siehst du? Mhm. Sie stehen für echte Menschen. Wir müssen die Puppe finden, die Anna symbolisiert, und sie herausholen. Ich würde mal sagen, die mit der pinken Blume drin. Du weißt scheinbar eine ganze Menge darüber. Aus alten Folianten über schwarze Magie. Zuerst haben wir alle verbrannt. Aber nun lesen wir sie besser immer zuerst. Mhm. Und vergiftet eure Gedanken mit Magie und Aberglaube? Was hält der Hierarch davon? Hast du den Mann je getroffen? Nein. Ich auch nicht. Naja. Das Risiko besteht darin, dass wir nur einen Versuch haben, die richtige Puppe zu wählen, richtig? Ich will's nicht herausfordern. Ich kenne Anna nicht. Du weißt viel über sie. Die Wahl sollte dir leichter fallen. Na schön. Sehen wir uns die Puppen mal an. Mit roter Perle. Die hier hat eine rote Perle. Anna trägt solche Perlen an einer Kette am Hals. Wie die Hälfte der Frauen zwischen Novigrad und Wengerberg. Das kann sie nicht sein. Na schön. Ich sehe mir die anderen an. In diese sind Vogelfedern eingeflochten. Das könnte glatt Philippa sein. Philippa? Philippa Eilhardt? Wenn das stimmt, dann... Schon gut. Der Name ist mir nur so durch den Kopf gegangen. Philippa ist viel zu klug, um sich von den Mumen in die Falle locken zu lassen. Außerdem sind wir nicht wegen Philippa hier, sondern wegen Anna. Und mir fällt nicht ein, was Vogelfedern mit ihr zu tun haben sollten. Wohl nicht. Aber was, wenn das eine Ablenkung ist und die Puppe eben doch Anna symbolisiert? Tja. Kaum. Die Mumen haben doch keinen Grund, hier zu tricksen. Wir sollten uns die anderen ansehen. Mit Menschenohr. An dieser hängt ein Menschenohr. Hat zweifellos einem der Bauern gehört. Anna hat noch beide Ohren. Sehen wir uns die anderen an. Die hier. Interessant. Eine Puppe mit einer Blume? Ja. Was findest du daran interessant? Das ist nicht irgendeine Blume, sondern eine violette Stockrose. Der Baron hat erwähnt, dass das Annas Lieblingsblume ist. Du meinst, das ist die Puppe? Ja. Ich bin sicher. Ich nehme sie. Hatte ich ja auch im Gefühl. Schnell, nach draußen! Sieht ja so geil aus, die Grafik. Mutter, du bist wieder da. Ah. Alles wird gut. Dir wird es gut gehen. Tammy, ich sterbe. Ihr geht's schlecht. Ist wie im Delirium. Sie weiß nicht, was um sie herum geschieht. Du bist schwach. Musst dich ausruhen. Nein. Hör zu. Die Mumen.
Ich sollte für immer ihr Monster sein. Ja. Du hast den Zauber gebrochen. Doch nun muss ich gehen. Wovon redet sie, Hexer? Die Mumm haben uns gelingt. Wir können ihr nicht helfen. Ich weiß es nicht. Was haben die Mummen gemacht? Nimm das mal. Die Mummen haben uns betrogen. Ihr Fluch ist ein Todesurteil. Er lässt sich nicht aufheben. Zumindest nicht so, dass Anna leben könnte. Wir haben ihren Fluch vorübergehend gebrochen. Teilweise. Jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Was? Was soll das heißen? Sie stirbt. Das ist tragisch. Es ist schön, euch zusammen zu sehen. Tut mir leid, Annie. Für alles. Es tut mir leid. Mutter. Tammy, erinnerst du dich der Tag an der Ina? Natürlich. Die süßen Pflaumen, dein blaues Kleid. Und du hast mir einen Blumenkranz geflochten. Wir haben den ganzen Tag gelacht. Bitte, behalte mich so in Erinnerung. Nein! Ich danke dir. Sie konnten sich wenigstens verabschieden. Dank dir. Ich hätte gerne mehr getan. Komm, mein Kind. Das ewige Feuer wird deinen Schmerz lindern. Lass sie in Ruhe. Das ist traurig. Lass mich in Ruhe. Deine Bezahlung wartet auf Krähenfels auf dich. Hol sie dir dort ab. Ja, ist auch egal. Das war nicht mein Tag. Ich weiß. Das macht es auch nicht leichter. Der Schmerz wird vergehen. Das würde ich sehr gerne glauben. Nimm dir einen Moment. Aber dann müssen wir sie begraben und nach Novigrad zurückkehren. Also gut. Wir müssen ihr einen Moment Zeit geben, damit sie sich sammeln kann. Wenn sie sich... Lasst mich! Kehren wir nach Novigrad zurück. Zu Befehl. Ja. Das tut mir leid. Nicht über die Leiche laufen. Lasst mich. Schwierig. Moment, da gab es eine Schnellreisekreuzung, oder? Im Sumpf. Klar, da oben ist auch eine. Die nehme ich jetzt auch. Hallo? Ich will absteigen. Ach, das ist tragisch. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Nun gut. Beweg dich. Trauriges Ende. Ist das nicht schön? Sieht doch wunderbar aus, oder? Das ist doch echt der Hammer hier. Durch den Himmel an. In allen Richtungen. Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Okay. Nun, wie sieht's aus? Das Spiel hat wirklich eine wunderschöne Grafik. Ich bin so froh, dass es auf meinem Rechner gut läuft. Auch wenn die ab und zu mal Personen aufpoppen, aber okay, mitleben.
Nein. Hat er sich erhängt. Weißt du. Was ist passiert zur Hölle? Er hat sich aufgehängt. Das ist doch offensichtlich. Alleine oder wart ihr ihm behilflich? Wofür zum Teufel hältst du mich? Für einen Mörder? Er war, was er war. Ein Bastard. Aber ich habe ihn respektiert. Muss ich zwischen einem großen und einem kleinen Übel wählen? Wähle ich lieber gar nicht. Normalerweise steht aber zu viel auf dem Spiel. Manchmal ist es geringfügig besser, das größere Übel zu wählen. Als ich die Waisen im Sumpf rettete, konnte ich nicht ahnen, dass Anna sterben würde. Nie hätte ich gedacht, dass der Baron sie zurücklässt, sich einen Strick sucht und sich aufhängt. Meistens trifft man eine Wahl und blickt dann nie mehr zurück. Hätte ich das beeinflussen können? Er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Kein Wunder, dass ihm das den Lebenswillen geraubt hat. Ihr seht aber nicht sehr betroffen aus, du und deine Männer. Wäre es dir lieber, wenn wir hier heulend rumhocken? Der Baron war ein guter Soldat. Aber es hat ihn weich gemacht, sich in Krähenfels niederzulassen. Wir ziehen jetzt andere Seiten auf. Kann ich mir vorstellen. Wollen wir ein paar Milchmädchen melken? Warte noch. Christian, ich habe da mal eine Frage. Du hattest ja damals mal geschrieben, du hast dich, glaube ich, genauso entschieden, ne? Bei dem Baum. Du hast ja gesagt, da treten Veränderungen ein. Wenn du das gewusst hättest, die Stoffpuppe. Wir müssen die Pferde tränken. Ich hab's nicht mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt und bam, voll aufs Maul. Ja. Ich denke mir mal, das ist die Veränderung, von der du geredet hast, ne? Glaubst du ernsthaft, dass man das hätte beeinflussen können? Kann ja sein. Ja, das, ich find's tragisch. Das ist schade. Ich hätte da gerne ein anderes Ende gesehen. Auf der anderen Seite sind Happy Ends ja auch verpönt, ne? Wie? Guck mal nochmal nach. Ich würde mir gerne dein Angebot haben. Ob ich hier irgendwas an Waffen dazu bekommen habe. Wehner Langschwert, das kann weg. Das kann auch weg. Dann haben wir unser Maugrim. Noch ein Wehner Langschwert, das kann auch weg. Ich würde sagen, das Schwert leistet mir auch gute Dienste. Was ich habe. Ja. Was haben wir nicht noch so am Plunder? Oh, das verticke ich lieber woanders. Glaube ich. Können wir auch reparieren. So, alles wieder heile. Damit sind wir. Leb wohl. Fit für die nächsten Aufträge. So, wollen wir mal gucken, was jetzt aus der Quest geworden ist mit dem Buckelsumpf. Eisige Skellige. Scheiterhaufen in Novigrad. Suche Triss in ihrem Haus. Okay. Nebenquest. Das Ahnenfest. Sprich mit dem Weidler. Richtig, da müssen wir auch noch hin. Finde den vermissten Transport. Mit Hilfe deiner Hexersinne. Würde ich auch gerne machen. Freiwilliger. Schau dich in der Umgebung um. Spiele gegen Wirte. In Novigrad. Sammeln sie alle. Wieder in Wählen. Ja, zum Wahrsager müsste ich eigentlich auch noch hin. Achso, da habe ich, nachdem ich gegen den Baron gewonnen habe, habe ich, sagte er, es gibt noch einen Wahrsager und einen Mann in Erzdorf. Und die haben da halt spezielle Karten. Monster im Wald. Vermisste Bruder. Schatz suchen. Abgeschlossen. Tja. Okay. Also. Das haben wir abgeschlossen.
Dann machen wir als nächstes einen Gefallen unter Freunden und dann das Ahnenfest, würde ich sagen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Oder heute nochmal. Ich weiß jetzt gerade nicht, an welchem Tag wir jetzt angekommen sind. Aber ihr wisst ja, am Wochenende gibt es an für sich immer zwei Folgen. Wobei ich mir da jetzt mal vorbehalte, vielleicht eine reine Gwyn-Folge zu bringen. Am Wochenende als zweite Folge. Dann müsst ihr damit leben. Ne? Okay, bis dann. Tschüss.